Guten Morgen! Nach der überdurchschnittlich großen positiven Rückmeldung per Daumen und Kommentar aus dem ersten Teil, worüber ich mich einerseits gefreut, aber andererseits auch durchaus etwas gewundert habe, da die Wissensvideos generell eher, sagen wir mal, durchschnittlicher bewertet werden als die etwas einfacher zu verstehenden Videos, gibt es nun die Fortführung der Thematik Quantenphysik. Teil 1 für diejenigen, die als neuer Abonnent dazugekommen sind oder das Video verpasst haben oder es eventuell aufgrund des furchteinflößenden Titels Quantenphysik nicht angeklickt haben, das findet ihr oben in den Infokarten. Wir haben also im ersten Teil gelernt, dass quasi alles Energie ist. Grundlage dessen ist, dass Atome zum größten Teil eben einfach leerer Raum sind. Sie sind bis auf 0,00001% Energie. Und damit ist quasi so gut wie alles Physische, was wir um uns wahrnehmen, keine feste Materie. Es handelt sich um Energiefelder. Und wir haben im ersten Teil weiterhin festgestellt, dass die Quantenphysik sich mit den Bestandteilen der subatomaren Welt beschäftigt, also die kleinsten für uns wahrnehmbaren Teile. Heute kommen wir eben dazu, was beobachtet wird und den Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben. Also, man hat festgestellt, dass die Grundbestandteile des Atoms auf der subatomaren Ebene nicht den Gesetzmäßigkeiten der klassischen Physik folgen, die wir mit unserem Auge quasi wahrnehmen können. Das war auch schon damals im ersten Teil erwähnt, dass Einstein halt festgestellt hat, dass sich Licht sowohl wie Energie als auch wie Materie verhalten kann. Während man die Geschwindigkeit und den Verlauf zum Beispiel, wenn man jetzt einen fallenden Stein nimmt, der anhand der Gravitationskraft und der Masse des Steins genau berechnet werden kann, wie schnell er sozusagen runterfällt, so hat ein Elektron als Partikel, also als Masse, kein erklärbares Verhalten, wie es mit dem Atomkern interagiert, wie sich also zu ihm hin oder wie sich wegbewegt. Auch gewinnen Elektronen einfach Energie oder verlieren Elektronen Energie auf dem Weg zum Atomkern oder vom Atomkern weg. Also es ist überhaupt nicht nachvollziehbar für uns. Das scheint alles zufällig zu sein. Und dann tauchen sie auch ganz unverschämterweise komplett unter und verschwinden, ne, um an anderer Stelle wieder ohne eine Beschränkung von Zeit und Raum irgendwie wieder aufzutauchen. Nochmal, wir reden hier von den Teilchen, die die kleinste beobachtbare Größe unserer Welt sind. Denn das sind quasi die Teilchen, aus denen unsere Welt gemacht ist. Das heißt Mikrokosmos. Ne? Also wie die subatomare Welt oft genannt wird. Diese subatomare Welt, dieser Mikrokosmos, der unterliegt überhaupt nicht denselben Regeln, die wir für den Makrokosmos aufgestellt haben, die wir beobachten können, wie der Stein darunter fällt. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und damit hat das auch unser Denken komplett verändert, ausgehend von der Quantenphysik. Denn wir sehen ja konstant mit unseren Sinnen einen Stein, der sich scheinbar für uns wahrgenommen nicht verändert, ne, und der auch feste Materie ist. Wenn man nun den kleinsten Baustein der Welt, die Elektronen, beobachtet, so kann man vor allem die energieabhängigen Merkmale wie Wellenlänge oder elektronische Spannung und ähnliches, das kann man messen. Aber nur für einen kleinen kurzen Moment, dann ist er weg. Dann, wenn sich das Elektron als Materie manifestiert, so dass es sichtbar ist, ist es dieses wirklich nur für einen winzigen Zeitraum so. Denn es verschwindet wieder und man kann nicht bestimmen, wo es wieder auftaucht. Das bedeutet, die Materie, die Elektronen, die man beobachten kann, die wandeln sich in Energie um und verschwinden damit ins wahrgenommene Nichts, ins Quantenfeld, in das Feld der Möglichkeiten. Kommen wir nachher dazu. Und in diesem wird das Elektron dann auch irgendwann wieder auftauchen. Aber man weiß nicht wann und wo. Das ist ganz anders, als wenn man hier physikalische Experimente durchführt mit einem Ball, den man irgendwo hinschmeißt oder irgendwas. Hier im Makrokosmos ist alles erklärbar, können wir alles machen, im Mikrokosmos eben nicht. Und das bedeutet, die Erde, auf der wir quasi leben und wo sich alles, wo alles so statisch erscheint, so nachvollziehbar mit physikalischen Gesetzen, ist im Endeffekt auf subatomarer Ebene, also wenn wir das runterbrechen, wenn wir genauer hinschauen, ne, Elektronen, ist quasi das ständige Transformieren von Materie zu Energie und umgekehrt. Die Elektronen tauchen auf, kommen wieder, tauchen auf, kommen wieder. Was wir wahrnehmen mit unseren Augen, ist aber nicht diese ständige Transformation, sondern die Materie. Ne? So wie wir sie sehen, ne? Wie wir den Stein sehen, der liegt da, das nehmen wir wahr. Wie kann das sein? Die Quantenphysiker, die beobachten folgendes Phänomen. Wenn sich die Aufmerksamkeit eines Wissenschaftlers auf ein Atom richtete,
indessen wie Quantenexperimente zeigen eben eine unendliche Zahl von Möglichkeiten existiert, dass irgendwann sich diese Elektronen genau dort als Materie manifestiert haben, wo er hingeschaut hat. Das ist eine simple Logik, ne? Dass an der Stelle, wo man im Quantenfeld da seine Beobachtung fokussiert hat, dass da das Elektron auftaucht. Da an anderer Stelle ja nicht beobachtet werden kann. Also taucht es irgendwann dort dann auch auf, dieses Elektron. Das bedeutet, Materie manifestiert sich ausgehend von der Beobachtung im Mikrokosmos, also dem kleinsten gemeinsamen Nenner der Welt. Also Energie wird zu Materie in diesem Bereich. Denn wenn es nicht beobachtet werden würde, dann würde dort auch keine Materie existieren. Materie existiert nicht losgelöst von der Beobachtung. Ihr werdet nie die Existenz einer Materie beweisen können, also dass ihr sagt, dort ist eine Materie, wenn ihr sie nicht beobachtet. Das klingt trivial und wird auch lange Zeit nur peripher betrachtet, aber im Bereich der Quantenphysik nimmt diese scheinbar simple, wirklich simple Logik und dieser simple Zusammenhang übergeordneten Charakter ein. Denn es bedeutet nichts weniger, als dass die Realität nur deshalb existiert, weil wir ihrer bewusst sind. Viele können diesen Gedanken nicht folgen, weil ihr Gehirn zu geschlossen und sie lediglich anhand der erlernten Logik denken können. Sie sagen dann, na doch, der Stein liegt da, auch wenn ich nicht hinschaue. Aber in der Tat existiert kein Stein, wenn ihn keiner beobachtet, wenn keiner quasi ihn durch sein Bewusstsein über die Beobachtung manifestiert. Das nennt man in der Quantenphysik auch den Kollaps der Wellenfunktion. Aus dem Geist der Bewusstheit wird Materie. Das ist ein Denken losgelöst von einem festen Raum oder einer Zeit. Das macht es so schwer für viele Menschen das zu verstehen. Aber aufgrund der geistigen Evolution sind allen voran natürlich die Quantenphysiker im wissenschaftlichen Bereich und auch die Geistlichen im spirituellen Bereich fähig dieses auch zu erfassen. Es ist für uns schwer nachvollziehbar dieses Bewusstsein, dass ein Stein nur existiert, weil wir ihn sehen. Aber das ist der Satz zum Beispiel, den Satz, wenn ihr den irgendwie annehmen könnt, nicht, versucht den nicht zu überdenken, sondern nehmt diesen Satz an. Denn wenn niemand den Stein beobachten kann, dann existiert er auch nicht, weil er nirgendwo manifestiert wird. Ja? Ihr könnt nicht sagen, ja doch, der liegt dann dort. Das sagt ihr nur, weil ihr ihn beobachtet habt, dass er dort liegt. Das ist halt ein bisschen tricky. Dieser Zusammenhang hat auch sehr viel mit Akzeptanz auch zu tun und das Loslösen von erlernten Denkstrukturen. Was machen wir uns nichts vor, vielen Menschen sehr schwer fällt, die zwar keinen Gegenbeweis zu dem Fakt, dass Materie nur durch Beobachtung existieren, liefern können, was im Endeffekt auch im wissenschaftlichen Kontext eine Falsifizierung entspräche, also das können sie nicht, einen Gegenbeweis können sie nicht machen, aber trotzdem nehmen sie das einfach nicht an. Die schalten dann einfach ab und erklären Quantenphysiker und Spirituelle gleichermaßen als Spinner oder als ähnliches. Ne? Nur weil sie das nicht begreifen können, weil es nicht in ihren Kopf geht, weil eine gewisse Akzeptanz, eine Loslösung von starren Denkstrukturen stattfinden muss. Ne? Man muss es einfach annehmen. Das ist so eine Ambivalenz, man kann das schon durchdenken und es klingt ja auch logisch irgendwo, aber dass man das annehmen kann, dass man danach leben kann und dass man das spüren kann, das ist halt, das ist auch eben die Brücke zwischen Quantenphysik und Spiritualität. Ja, ganz nach dem Motto ist das bei den meisten Menschen, was der Bauer nicht kennt oder in diesem Fall versteht, das ist er nicht, also nimmt er in seinen Geist nicht auf. Für diejenigen unter euch, die bisher keinen Zugang zur Quantenphysik und des Beobachtereffekts hatten, da liegt hier der Schlüsselpunkt, ob er den weiteren Ausführungen, die jetzt kommen, folgen wird können und so in ein tieferes Bewusstsein der Welt einsteigen kann, oder ob er einfach ja quasi jetzt an der Stelle abschaltet und sein begrenztes Leben der Illusion von Materie eben weiterlebt. Eine Bedeutung hat das nicht wirklich für euch, ne? Außer dem Anspruch ja, quasi zu genügen, den man an sein eigenes Leben stellt. Ne? Also ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass ihr das machen müsst. Ne? Nur wer wahrhaftig und damit auch echt leben will, der wird hier folgen müssen, um wirklich dann in letzter Instanz auch zufrieden zu werden, weil er sonst in einer Realität lebt, die er zwar als Realität wahrnimmt, deren Gesetzmäßigkeiten aber quasi nur eine grobe Schale der Realität sind, dem Makrokosmos eben, ne? Und nicht dem kleinsten Teil, den wir beobachten können, entspricht. Also halten wir fest, der fokussierte Geist, also die Beobachtung, erschafft Materie. Wie können wir diesen Zusammenhang für unser Leben nutzen?
Wir haben also verstanden, dass alles im physischen Universum aus subatomaren Partikeln besteht, wie zum Beispiel Elektronen. Diese Elektronen existieren als unendliches Potenzial im Quantenfeld, was nur darauf wartet, beobachtet zu werden und sich zur Materie zu manifestieren. Da eben Elektronen sich an unendlich vielen Orten je nach Beobachtung zur Materie transformieren können, also einer wahrgenommenen Realität, hat man unendlich viele Möglichkeiten, Realitäten zu erschaffen. Alles was man tun muss, ist beobachten und fokussieren. Das ist auch genau das, was zum Beispiel in den Ansätzen der Visualisierung und der Verbalisierung von Wünschen eingesetzt wird. Das ist das, warum positive Menschen scheinbar alles, denen alles wie von selbst zufällt und negative Menschen und Zweifler ein Leben in Unzufriedenheit führen. Das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung und hunderten anderen Theorien über das Leben, das ist aufgrund der durch seine Gedanken selbst erschaffenen Realitäten. Nur wenn man lange genug einen Bereich beobachtet oder auf einen Bereich fokussiert, einen Teil der unendlichen Möglichkeiten eines Quantenfelds, also wo die Elektronen auftauchen können, die Elektronen, die alles ausmachen, was wir physisch wahrnehmen, dann tauchen die Elektronen irgendwann eben dann auch auf und es bildet sich eine Realität. Genau dort, wo wir fokussiert haben, denn nur dort kann es passieren. Dort, wo wir schauen, darüber, da manifestiert sich eine Realität. Wenn wir darauf fokussieren, wie krank wir werden können, dann hat es eine hohe Chance auch Realität zu werden. Natürlich können wir das nicht beweisen und Menschen die sagen alles was man sich wünscht erfüllt sich auch, die treiben das Konzept auch zu weit, was wieder mal ein Zeichen von Arroganz und fehlender Demut vor unserer Beschränktheit ist. Denn auch wenn das Quantenfeld eine unendliche Möglichkeit an Potenzial liefert, so können wir weder die Potenziale zweifelsfrei bestimmen, noch können wir den zeitlichen Horizont des Auftretens bestimmen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die Elektronen treten einfach auf. Wir können nicht wissen, wann sie kommen. Was wir wissen ist, dass wir nur die Chance haben, Realitäten zu schaffen, indem wir sie beobachten. Und ohne die Beobachtung und Fokussierung kann die Realität nicht existieren. Das heißt, man kann sich jeden Tag einen Lottogewinn wünschen, aber wenn man kein Lotto spielt, dann ist der Lottogewinn kein potenzielles Ereignis im Quantenfeld. Wir Menschen können stolz sein, dass nach Hunderttausenden von Jahren überhaupt auf diese subatomare Ebene gelangt zu sein und damit erkannt zu haben, dass eben die Realität abhängig von der Energie, also unserer Bewusstheit ist und uns das auch jetzt zunutze machen. Seien wir demütig genug und beschränken uns darauf und fangen nicht wieder an maßlos zu werden und anfangen davon zu reden, dass man alles erreichen kann, was man nur will. Ne? Das ist nicht wahr. Aber wenn wir etwas erreichen und eine Realität durch unsere Gedanken erschaffen wollen, dann haben wir die besten Chancen, dann wenn wir darauf fokussieren und also physikalisch gesprochen das Quantenfeld beobachten und hoffen, dass diese Realität, diese Elektronen und die Elektronen, die mit dieser Realität assoziiert sind, auch eine tatsächliche Realität in erster Instanz darstellt und dass diese dann vielleicht auch kommt. Da ist es korrekt zu sagen, wer nicht an das Gute glaubt, der wird das Gute auch nicht in dem Maße erfahren und wer negativ denkt, der wird vor allem Negatives erfahren, weil er darauf fokussiert. Aber konkret irgendwas aus dem Quantenfeld zu bestimmen, um uns einzureden, wir könnten uns einfach aus dem Quantenfeld alles rausziehen, wenn wir nur fest daran glauben, ist eben wieder genau dieselbe Arroganz, die die Menschen immer wieder und wieder daran hindert, schneller durch die geistigen Evolutionsstufen zu gehen. Seid also Schöpfer eurer eigenen Realität, indem ihr euren Fokus auf die Dinge lenkt, die euch wichtig sind und erhöht somit das Potenzial für das Auftreten dieser Realitäten. Aber seid demütig genug, dass die Menschen diese Realität des Quantenfelds nicht abschätzen können und fallt nicht auf diese ganzen Quantenphysik-Esoteriker rein, die die Bindung zur Realität verloren haben, die einfach nur in sich ein Wort rausnehmen, irgendwie Energie oder sowas und sagen, ihr könnt alles erreichen, alles könnt ihr erreichen, alles im Bereich der Möglichkeiten und so weiter. Das ist einfach nicht Fakt. Wir wissen nichts über den Mikrokosmos. Wir beobachten und sehen, dass wir eigentlich nichts wissen, ne? Dass wir nur eben eine Aussage darüber machen können, dass sich Energie zur Materie manifestiert, wenn wir beobachten, dass unsere Beobachtung, dieser Beobachtereffekt, also eine ganz große Rolle spielt. Und das können wir uns zunutze machen. Aber wir können keine Aussagen über die Möglichkeiten innerhalb des Quantenfelds machen. Ne? Erhöht eure Chancen und gestaltet euer Leben positiv und akzeptiert, was dabei rauskommt als Ergebnis eures Tuns, was nach Besten und Gewissen sich vollzogen haben sollte. Nun habt ihr, wenn ihr diesen Ansatz verstanden habt, wieder ein weiteres Tool, ein weiteres Werkzeug, um euer Leben positiv zu beeinflussen. Und es gibt viele Ansätze, die, wie gesagt, auf diesen Beobachtereffekt da
wo das die Grundlage ist, und entsprechend nur wisst ihr jetzt, was die Essenz quasi ist. Meistens habt ihr so ein Buch Lebenshilfe und die Essenz ist ein Satz und dieser Satz reicht eigentlich. Erhöht eure Chancen, indem ihr quasi den Fokus auf die Realitäten lenkt, die ihr gerne hättet, und dazu gehört eben nicht nur das Beobachten an sich, das nennt man jetzt den Beobachtereffekt, sondern auch wirklich der Glaube daran, dass sich diese Realitäten manifestieren können. Auch wenn das bei einigen Dingen nicht möglich ist, wie ich euch das gesagt habe, aber ihr als Mensch seid nicht in der Lage, das zu beurteilen, was möglich ist oder nicht möglich ist. Deshalb glaubt dran, glaubt an das, was ihr sozusagen wollt und was ihr denkt, dass möglich ist, aber wisst, dass ihr keine Ahnung habt. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ist genau der Weg, der goldene Weg, wie ihr glücklich werdet. Das ist ein Beispiel beim Hütchenspieler. Statt einem der drei Becher hebt ihr alle drei hoch. Klar werdet ihr zweimal enttäuscht sein, aber aufgrund des dritten Bechers, also in der Hoffnung, dass nicht gar nichts mehr drunter ist, da werdet ihr mit Sicherheit das Geld gewinnen und ihr werdet sehr glücklich sein. Und genau deshalb macht das. Glaubt an alles, was euch in den Sinn kommt, an alle möglichen Realitäten. Visualisiert und fokussiert diese Realitäten, alles was für euch in Frage kommt, ne? So unrealistisch das auch für euch erscheint. Aber nur dann, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr alle Möglichkeiten visualisiert und, und darauf fokussiert habt, nur dann habt ihr die Möglichkeit, dass diese Realität auch auftaucht. Und das ist halt das Entscheidende. Das war der zweite Teil der Quantenphysik-Reihe. Wenn ihr wollt, dass diese Reihe weitergeht, dann wieder einfach Daumen hoch oder Kommentar hinterlassen und natürlich ja, hier oben abonnieren, dass ihr den nächsten Teil der Quantenphysik-Reihe nicht verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bin gespannt auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare. Euer Christian. Tschüss.